Sie schützen die Mächtigen, bleiben meist anonym, setzen ihr Leben aufs Spiel. Wir sind alle ein bisschen durchgedreht gewesen. James Bond ist ein Scheißdreck dagegen, ja, was uns alles eingefallen ist. Personenschützer. Sie kommen ihren Schutzpersonen ganz nah, bis in alle Lebensbereiche. Ich bekam ja etwas dafür, für die Einschränkung. Ich bekam Sicherheit. Sie sind mittendrin, statt nur dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Sie kämpfen ständig mit der Gefahr und Klischees. Bodyguards sind die, die frisch von der Sonnenbank kommen. Und der Personenschützer ist der, der mit Taktik, Intelligenz und Strategieempfinden seinen Auftrag durchführt. Die Lage kann jederzeit eskalieren. Personenschutz, Leben im Ausnahmezustand. Jetzt in ZDF History. Köln, 5. September 77. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer wird von Personenschützern nach Hause eskortiert. Ein Terrorkommando der RAF überfällt Schleyer und seinen Begleitschutz. Schockierend war das. Vor allen Dingen in dieser unglaublichen Brutalität. Die wurden ja nicht nur von einer Kugel getroffen, sondern das war eine Metzelei. Hans-Martin Schleyer wird entführt und 6 Wochen später ermordet. Zu damaliger Zeit hat keiner die Fantasie gehabt, sich sowas vorzustellen. So eine Infamie, nicht wahr? Es ist eines der brutalsten Attentate in der Geschichte der Bundesrepublik. Schleyers Fahrer und die 3 begleitenden Polizisten sind tot. Regelrecht hingerichtet. Berufsrisiko eines Personenschützers? Für uns war das klar, dass wir im Grunde genommen genauso gefährdet sind wie die Person, die wir zu beschützen haben. Ja. Roland Pieler, Helmut Ulmer und Reinhold Brändle vom LKA Baden-Württemberg bezahlen den Schutzauftrag mit ihrem Leben. Das kommt einem besonders nahe. Das bewegt einen, wirklich. Zumal ich die auch gekannt habe. Das ist dann schon sehr, sehr schlimm. Nur die wichtigsten Politiker haben damals ein ständiges Begleitkommando. Nach dem Schleyer-Attentat steigt die Angst. Plötzlich will jeder Personenschutz. Nach 1977 war deutlich gewesen, dass der Personenschutz so nicht mehr weiterzuführen ist. Es gab ja nach 1977, nach dem Schleyer-Vorfall, die Untersuchung, dass das BKA eben völlig überlastet sei mit dieser Aufgabe des Personenschutzes. 63 Personen wie Bundesaußenminister Genscher stehen ständig unter Schutz. Die Kapazitäten der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes sind mehr als ausgelastet. Man musste irgendwie die Konzeption ändern. So ging es nicht weiter. Die Schutzpersonen hatten sich verdoppelt innerhalb eines Jahres 1977. Das war gar nicht mehr zu leisten mit diesen Personenkräften, die man hatte. Beamte vom Bundesgrenzschutz, speziell der GSG 9, verstärken nun den Personenschutz. Weitere Attentate auf Repräsentanten des Staates sollen unter allen Umständen verhindert werden. Fahndung, Abschreckung, demonstrative Stärke. Die direkten Auswirkungen des Schleyer-Attentats sind deutlich spürbar. Damals waren die Erkenntnisse so, dass wir gemerkt haben, dass die uns weit voraus waren. Ja, wir sind praktisch, man sagt ja bei der Polizei, manchmal läuft man immer so ein bisschen hinterher. Weil die anderen denken sich wieder was Neues aus und dann muss man sehen, dass man wieder rankommt. Aber damals war die Distanz zu dem, was wir hätten eigentlich machen müssen, oder die Polizei insgesamt, die war da schon recht groß. Nach dem sogenannten Deutschen Herbst professionalisiert die BKA-Sicherungsgruppe das Training. Rolf Wetzel, hier links im Bild, und seine Kollegen entwickeln neue Methoden. Nach gründlicher Analyse der RAF-Attentate. Voraufklärung, wechselnde Wegstrecken, Panzersicherung der Fahrzeuge. So soll das Schlimmste verhindert werden.
blitzschnelle Situationsbeurteilung. Das ist immer das A und O. Ich habe keine Zeit zum Überlegen. Ich muss das schnell machen. Und das geht nur, wenn ich das immer wieder trainiert habe. Wenn das in Fleisch und Blut, wie man so schön sagt, übergegangen ist, Schutzpersonen runterbringen, in Deckung aus der Situation herausbringen, das muss genauso automatisch laufen wie der Einsatz der Waffe. Im Training schießen Wetzel und seine Kollegen wie im Einsatz, mit scharfer Munition. Unter den strengen Augen von Ausbilder Neumann. Okay, sauber. Sah gut aus. Ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit im Team ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, denn man muss sich darauf verlassen. Der muss wissen, ich bin für die Schutzperson verantwortlich, ich bin am dichtesten dran, ich muss sehen, dass der wegkommt und der andere muss sehen, dass er in irgendeiner Weise Gegenmaßnahmen durchführt. Und dabei muss man sich natürlich aufeinander verlassen können. Wenn der sich jetzt selbst unter das Auto verkraucht, wäre das nicht die geeignete Maßnahme. Ne? Bundeskanzler Konrad Adenauer installiert 1951 seine persönliche Schutztruppe, die Anfänge des Personenschutzes in der jungen Bundesrepublik. Der Kanzler hat gute Gründe. Ihm ist ein Aktenkoffer gestohlen worden. Die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes wirkt damals als reine Begleiteskorte. Noch gelten Personenschützer eher als bewaffnete Kammerdiener. Ich habe die Aufzeichnungen eines Mitarbeiters gelesen, der lange im Personenschutz tätig war. Da bin ich aber doch erschrocken. Da stand dann drin, nicht vergessen, den Regenschirm für den Herrn Bundeskanzler mitzunehmen. Nicht vergessen, die Aktentasche ihm abzunehmen, wenn er vom Flugzeug aussteigt. Er sagt, waren das damals die Schutzmaßnahmen, um Himmels Willen? Im Juni 1963 besucht John F. Kennedy die Bundesrepublik als erster US-Präsident seit 1945. 5 Monate später ist er tot, trotz Personenschutz. Kennedy war das für alle Personenschützer das ewige Trauma. Dazu kam, dass man diese Leute ja auch persönlich erlebt hat als Mensch der Sicherungsgruppe. Dallas, 22. November 1963. Hunderttausende bejubeln den US-Präsidenten und Ehefrau Jackie. John F. Kennedy fährt im Cabriolet durch die Menschenmenge. Er will sich seinen Anhängern zeigen. Das wird ihm zum Verhängnis. Warum fährt er mit einem offenen Auto? Ja, wurde vorher drüber, soweit ich das weiß, wurde drüber beraten, ob Kennedy im offenen Wagen fährt oder in einem geschlossenen. Ja, er soll angeblich selbst darauf bestanden haben, im offenen Fahrzeug zu fahren. Und dann kann sowas passieren. Die Kolonne biegt in die Elm Street ein. John F. Kennedy sinkt zusammen. Getroffen von 2 Gewehrkugeln. Wir selbst haben das auch uns immer wieder angeschaut. Denn diese Probleme mit dem Auto, mit dem offenen Wagen, Sie wissen ja, gerne haben es die Politiker, nicht, mit offenem Wagen, wo sie nach links und rechts winken können, können mal aufstehen. Das ist natürlich im Grunde genommen für den Sicherheitsbeamten, je nachdem, was denn für Meldungen vorliegen, schon eine kleine Horrorvision. Kollektivschock für die Amerikaner. Für Personenschützer in aller Welt wird das Attentat zu einem wichtigen Lehrstück. Als dann in Deutschland der Terrorismus Einzug gehalten hatte in den 70er Jahren, stellte sich nicht mehr die Frage, ob jemand im offenen Auto fährt. Der war im gepanzerten Auto drin und er ist da eingestiegen, da ausgestiegen und es gab diese Situation eigentlich kaum noch. Personenschützer in US-Spielfilmen prägen das gängige Klischee vom Actionhelden, wie ihn Clint Eastwood verkörpert. Echte Profis schauen so etwas mit gemischten Gefühlen. Die Filme lösen in der Tat bei mir ein Schmunzeln aus. Ich mag den einen oder anderen schon, aber es ist weit entfernt von dem, was tatsächlich heute die Komplexität des Personenschutzes ausmacht.
Was bei mir ganz und gar nicht zu einem Schmunzeln führt, ist, wenn lapidar über unsere Kolleginnen und Kollegen gesagt wird, das sind ja Bodyguards und damit das Klischee des muskelbepackten und vielleicht intellektuell nicht so versierten Kollegen gezeichnet wird, weil das Gegenteil ist der Fall. Hollywoods Personenschützer handeln am liebsten auf eigene Faust und retten den Schützling unter Einsatz ihres Lebens. Einzelkämpfer lassen sich dramatischer in Szene setzen. Mit der Realität im Personenschutz hat dies wenig zu tun. Das ist immer niedlich, wenn man das sehen kann in amerikanischen Spielfilmen, dass da ein oder zwei Bodyguards den Präsidenten retten. Also ganz klar ist der Beruf des Personenschutzes kein Einzelkämpfer. Also es gibt nicht einen Personenschützer oder eine Personenschützerin, sondern man nur ist so gut wie das ganze Team. Aktuelles Teamtraining der BKA-Sicherungsgruppe. Ihre Aufgabe? Schutz der Mitglieder der Verfassungsorgane des Bundes. Präsident, Kanzlerin, Minister. In dieser Übung wird die Begleitung einer Schutzperson in einem Krisengebiet simuliert. Elf Wochen Spezialausbildung. Gehalt nach Beamtentarif, Gefahrenzulage, Fehlanzeige. Was wir auf keinen Fall im Bundeskriminalamt als Personenschützer wollen, ist genau der Typ Rambo oder Bodyguard. Genau solche Leute wollen wir nicht. Was man mit Sicherheit sein muss, das ist zweifelsohne, man muss sportlich sein, muss bereit sein, für die Schutzpersonen auch zur Not sein Leben zu riskieren. Das erwarten wir schon. Und er kann sich auch nicht aussuchen, in welches Land er reist oder nicht reist. Zum Beispiel in Krisengebiete wie Irak oder Afghanistan mit erhöhter Attentatsgefahr. Das Risiko für das eigene Leben wird üblicherweise verdrängt. Man muss sehen, dass Personenschützer auch bedeutet, das Leben eines anderen zu schützen, notfalls mit dem eigenen Leben. Ist so der Klassiker im Personenschutz und diese Fragen bekommt man schon häufig. Würdest du dein Leben oder meinst du, dein Leben ist weniger wert als das der Schutzperson? Es ist klar, es ist ein Baustein unserer Ausbildung, die im Rahmen des Trainings trainiert wird, wie wir zu reagieren haben, wenn solche Fälle eintreten. Aber es schwebt halt aber nicht permanent halt im Gedächtnis rum. Mit dem Attentat auf die Olympischen Spiele in München 1972 erreicht der internationale Terrorismus Deutschland. Staatsbesuche werden jetzt akribisch vorbereitet, wie durch Personenschützer Neumann. Bei Staatsbesuchen kommt die sogenannte Diamantformation zur Anwendung. An der Spitze der sogenannte Point Man, sagen die Amerikaner, also ein Beamter, der vorausgeht, und zwei Beamte, die nach rückwärts sichern. Bonn im Mai 1973. Bundeskanzler Willy Brandt empfängt den Führer der Sowjetunion, Leonid Brezhnev. Sicherheitsstufe 1. Brandt und Brezhnev hatten von vornherein oder gleich am Anfang irgendwie ein Draht, sich zu verständigen. Ja, also ich hatte das Gefühl, die können irgendwie miteinander. Der erste Besuch eines sowjetischen Staatschefs in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Sanfte Annäherung einstiger Feinde. Dann standen die Sicherheitsbeamten auf den Trittbrettern und auf der anderen Seite ein sowjetischer und noch einer von uns. Dann merkten wir, die Zuschauer wurden weniger und die Fahrt wurde immer schneller. Die Kollegen von uns wussten das und haben sich jetzt ins Auto zurückgezogen. Der sowjetische Sicherheitsbeamte, der hat also draußen gestanden und hat sich davon nicht abhalten lassen und ist dann nachher, also ich sage auch bei 80 Stundenkilometer noch draußen auf dem Trittbrett gestanden und hat das mannhaft durchgehalten bis zum Ende dann. Brezhnev wird auf dem Bonner Petersberg untergebracht. Immer in seiner Nähe Personenschützer Neumann mit Sonnenbrille.
Für den Staatsgast gibt es ein Andenken. Wir haben dann rumgestanden und er hat sich das Auto von außen angesehen. Dann hat er sich reingesetzt, dann wurde ihm alles erklärt. Und dann irgendwann hat er das Auto angelassen und ist losgefahren. Zum Entsetzen der überraschten Sicherheitskräfte. Wir sind dann in unsere Begleitfahrzeugen reingehüpft und hinterhergefahren. Das heißt, mit zwei Autos sind wir hinterhergefahren und mussten auch nicht weit fahren. Wer den Petersberg kennt, weiß, es geht in Serpentinen dort runter. Ja, und an der zweiten oder dritten Kurve, ist er dann stehen geblieben insofern, dass er also abgerutscht ist in einen Graben rein. Also ich habe in Zeitungen gelesen, er hätte das Auto zu Schrott gefahren. Also so war es nicht. Es waren schon Kratzer dran und er kam auch nicht mehr raus aus dem Graben. Nächsten Tag stand ein neuer Mercedes da. Ja. Für Personenschützer Neumann und seine Kollegen ist der Auftrag glimpflich ausgegangen. Der Staatsbesuch endet ohne weitere Zwischenfälle oder gar Störung. Durchatmen, auch bei den Sicherheitsplanern im Hintergrund. Wurde mal gefragt, was empfinden Sie denn bei diesem Staatsbesuch als das Beste? Habe ich gesagt, das Beste ist, wenn die Maschine die Räder einzieht und in den Luftraum davon fliegt. Das ist das Schönste am ganzen Staatsbesuch für uns. Und dann der Schock 1977. Die RAF-Morde an Generalbundesanwalt Siegfried Buback mit zwei Begleitern. An Dresdner Bankchef Jürgen Ponto in seinem Wohnhaus. An Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, seinem Fahrer und drei Personenschützern. Die Medien berichteten jeden Tag und machten dieses ganze Thema zu einem Top-Thema. Und diese permanenten Diskussionen über die Gefahr und was jetzt für ein Anschlag kommt und so weiter, heizt ja die Gesamtstimmung enorm auf. Die Republik ist plötzlich eine andere. Personenschutz hat Hochkonjunktur. Die Zeit der RAF von Mitte 70 bis Mitte 80 waren wir im Ausnahmezustand. Ja, alles, es drehte sich alles nur um RAF. Wie können wir es vermeiden? Was müssen wir in der Ausbildung machen? Was müssen wir verbessern? Das war das Thema jeden Tag eigentlich. Leben im Ausnahmezustand. Für Personenschützer, Schutzpersonen und deren Familien. In dem Moment, wo man Personenschutz bekommt, ändert sich eigentlich alles. Das ist vor allem natürlich für die Schutzpersonen, die Ausnahmesituation überhaupt. Für die Personenschützer ist es auch eine Ausnahmesituation, ganz klar. Was bedeutet das, wenn ich in eine Familie hineinkomme, wenn ich private Momente miterlebe? Wie verhalte ich mich dazu? Wie gehe ich damit um, wenn ich Intimitäten sehe, beobachte oder höre? Die Familie des Bundesinnenministers Baum erfährt die Auswirkungen von Personenschutz tagtäglich. Intimität oder Spontanität, Fehlanzeige. Wer hat denn so eine Lebenssituation? Die Kinder sagen, komm, fahr mit dem Fahrrad, geht alles nicht. Es sei denn, man nimmt vier weitere Fahrradfahrer mit, nicht? Die dann um einen herumkreisen. Wobei schon die Frage ist, haben die überall Fahrräder? Nicht? Ja. Autos gehabt, aber keine Fahrräder. Das eigene Haus als Hochsicherheitstrakt. Eine Kindheit hinter dem Schutzwall. Das Gefühl von Gefahr oder Angst, dass einem irgendwas passieren kann, das war mir als Kind, ist das nicht hängen geblieben. Und dafür bin ich auch dankbar, weil ich mich nicht ängstlich oder bedroht bis heute nicht fühle. Ständig sind die Personenschützer in der Nähe. Selbst im Urlaub. Privataufnahmen geben seltene Einblicke ins Familienleben der Baums. Doch Ehefrau und Kinder haben keinen Anspruch auf gleichwertigen Schutz. Der Schutzauftrag gilt für die Schutzperson, nicht für die Familie. Viele sehen das ein bisschen anders. Weil die binden die Familie mit ein und würden dann auch die Familie im Ernstfall versuchen zu schützen. Nur wenn es eine vierköpfige Familie ist, inklusive Schutzpersonen, und ein dreiköpfiges Schutzkommando, dann möchte ich gerne mal mathematisch wissen, wie das funktionieren soll.
Die Schutzperson, die Familie, die Personenschützer. Ein enges Band. Und ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Sie waren eben immer überall dabei. Sie kannten meine Freunde, sie kannten meine Vorlieben. Und das ist schon ein bestimmtes Vertrauensverhältnis. Und ich war absolut sicher, dass sie das Private schützen. Also nicht irgendetwas weitertragen, was nur meine Privatheit betraf. Vertrauen, Verlässlichkeit, Verschwiegenheit. Eckpfeiler des Personenschutzes. Die Loyalität währt ein Leben lang. Und darüber hinaus. Sie sind schon sehr nah dran. Und deswegen ist das eigentlich auch ein näheren Kodex unter Personenschützern, zu dem, was man sieht und zu dem, was man mitbekommt, nichts weiter zu erzählen. Die Schutzperson muss sich auf Sie verlassen können, dass Sie also zumindest vertrauensvoll mit dem umgehen, was Sie jeden Tag in seinem privaten Umfeld, in seinem privaten Bereich erleben. Unbeobachtete Momente sind rar für die Familie. Wie geht sie damit um? Ich habe die Einschränkung der Familie auch gar nicht wahrgenommen. Inwieweit sie das belastet hat, das habe ich damals nicht abgeschätzt. Und ich bin eigentlich der Meinung gewesen, irgendwie werden die das schon wegstecken. Tochter Julia wird oft mit Personenschutz zur Schule gefahren. Ausnahmestatus. Kein normales Schülerleben. Ich hatte eher das Bedürfnis, dazuzugehören und eben nicht diese Sonderrolle zu haben, sondern wie jeder andere auch behandelt zu werden. Und das war auf der Schule so extrem, dass ich dann selber nach 3 Jahren entschieden habe, die Schule zu wechseln. Die Sonderrolle bleibt. Julia und ihr Vater werden auf Schritt und Tritt bewacht. Von 4 Personenschützern. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das von außen gesehen hätte, könnte man glauben, auch das arme Kind oder was für eine übertriebene Situation und sehr auffällig. Aber mir fällt eigentlich nur ein, dass ich, glaube ich, nur froh war, dass der Papa da ist. Selbst sehr persönliche Momente zwischen Papa und Tochter bleiben selten rein privat. Unter Personenschutz zu stehen, ist eine außergewöhnliche Lebenssituation, die nicht viele Menschen erfahren. Und ich spiele das jetzt etwas herunter. Es hat das Leben doch stark verändert, in jeder Beziehung. 1978 geben sich die beiden Supermächte in Bonn die Ehre. Kurz nach dem sowjetischen Staatschef besucht der US-Präsident die Bundeshauptstadt. Jimmy Carter zeigt sich volksnah und genießt das Bad in der Menge. Ein echter Gefahrenherd. Rolf Wetzel, Personenschützer des BKA, ist mittendrin. Jetzt ist ein Mann von der Presse da, der hat eine Kamera in der Hand. Daneben ist ein Zuschauer, der ein Fähnchen schwenkt. Und jetzt zieht einer eine Waffe und die zeigt jetzt plötzlich zwischen 2 Köpfe in Richtung Schutzperson. Das zu erkennen ist natürlich sehr schwer. Man muss also sehr konzentriert beobachten. Der Besuch eines amerikanischen Präsidenten ist immer von besonderer Brisanz. Gedanken an das Kennedy-Attentat begleiten die Personenschützer im Einsatz. Wenn da ein Schuss fällt, muss die Schutzperson sofort am Boden sein. Das ist die einzige Möglichkeit, um ihn zu schützen. Ein Anschlag auf den US-Präsidenten. Das Horrorszenario. Trotz aller Schutzmaßnahmen durchaus realistisch, wie sich 3 Jahre später zeigen soll. Washington, 30. März 1981. Seine Personenschützer retten Präsident Ronald Reagan das Leben. Man hat ihn runtergedrückt und einer stand so ja davor, halbwegs, und dann ist er eben ins Auto verfrachtet worden. Das war eigentlich eine typische Situation, die wir auch trainiert haben. Am Auto, ja, runter, rein ins Auto, abfahren.
Der geistig verwirrte Attentäter hatte der Schauspielerin Jodie Foster imponieren wollen. Personenschützer Tim McCarthy wird zum Helden. Der Secret Service-Mann hatte sich in die Schussbahn geworfen. Er überlebt wie seine Schutzperson. Das in die Schussbahn werfen ist durchaus realistisch, damit lebt man. Dennoch, sie sind keine Selbstmörder. Wenn ich dann in die Schussbahn komme und auf den Gegner, auf den Attentäter zuspringe und mich erwischt es, bei Gott, dann ist es eben passiert. Aber es gehört realistisch zum Schutzauftrag, den die Schutzperson zu beschützen und mit seinem Körper. Drei Begleiter Reagans werden schwer verletzt. Der Einsatz als Personenschützer fordert mitunter einen hohen Preis. Man macht sich schon seine Gedanken als Personenschützer. Ich glaube, bei solchen Situationen wird einem immer auch wieder vor Augen geführt, dass man durchaus auch sein Leben als Personenschützer einsetzen muss für die Schutzperson, wenn es zu einer kritischen Situation kommt. Aber für mich zumindest kann ich sagen, dass ich das dann immer sehr schnell wieder auch verdrängt habe. Die BKA-Sicherungsgruppe trainiert die Merkmale des Reagan-Attentats. Ob sich aber ein Personenschützer bei einem Angriff wirklich vor die Schutzperson wirft, wird erst der Ernstfall zeigen. Ich habe in der ganzen Zeit zwei, drei Kollegen, die auch den Fluchtreflex hatten. Und wenn man dann immer wieder merkt, dieser Effekt, der kommt immer wieder bei dem Kollegen. Da muss man mit ihm mal sprechen, muss ihm mal sagen und empfehlen, wenn das immer wieder kommt, lass es sein. Ich habe auch zwei, drei Kollegen abgelöst, wo ich sage, es hat keinen Zweck. Auch in der DDR spielen die Personenschützer der Stasi das Attentat auf den US-Präsidenten nach. Anschauungsmaterial zur Fehleranalyse und Prävention. Übung beruhigt auch die Angehörigen. Es kam natürlich auch innerhalb der Familie zu Gesprächen, gerade wenn etwas im Film kam, was so nach Arbeit aussah. Fadi, machst du das auch oder ist das auch so etwas? Und so, und mit einmal waren da verletzte Personen oder getötete Personen. Ach du Gott, wie ist denn das? Ich sage, nee, wir trainieren das so, dass das nicht so passiert. Also abgewiegelt. Zum Schutz des Staats- und Parteichefs Erich Honecker ist kein Aufwand zu groß. Die ständige Nähe ist für seine Beschützer ein Balanceakt. Personenschützer ist immer bei. Da sollte er ganz vorsichtig sein und dieser Schutzperson nicht zu nahe kommen. Zeitweise ist das für einen Personenschützer schön, wenn er dort mit in den Kreis aufgenommen wird. Ach, kommen Sie damit rein, Sie können noch mitessen oder das und das und das. Sodass ich ganz stark darauf geachtet habe, eine gewisse Distanz einzuhalten. Das distanzierte Verhältnis von Ost und West zeigt sich 1987 in Bonn. Der erste Staatsbesuch Erich Honeckers bei Bundeskanzler Helmut Kohl. Doch die Teilung. Kohl war sehr angespannt, Honecker auch. Die Ärzte haben ihn dann mal kurz gecheckt, ob alles noch da ist, ob er die nächste Rede oder die nächste Gegenrede auch überlebt. Die ideologischen Gräben trennen auch die Personenschützer beider Seiten. Die dienstliche Anweisung war, ihr befindet euch im Feindesland. Demzufolge rechnet ständig, dass die Sicherheitsbehörden hier vielleicht blockieren, provozieren und, und. Es bleibt der einzige Staatsbesuch Honeckers in Westdeutschland. Es knisterte in der Luft. Wir hatten immer wieder die Befürchtung, dass es zu gezielten Aktionen kommt, die das ganze Treffen beeinträchtigen oder sogar zum Abbrechen bringen. Eiszeit auf allen Ebenen. Es war doch ein sehr distanziertes Verhältnis, also wo man doch gewohnt war, normalerweise mit ausländischen Personenschützern dann relativ eng zu sein. So haben wir uns dann doch damals sehr distanziert gegenübergestanden und es war mehr ein Abwarten und ein Abtasten als ein Aufeinanderzugehen. Ja. Irgendwie war da kein gegenseitiges Vertrauen zu dem Zeitpunkt. Ne? Nach der Wende übernimmt das BKA einstige Personenschützer der DDR. Heute ist das Training der Sicherungsgruppe wesentlich komplexer als früher. Aber der gefährliche Job hat auch seine Reize. Natürlich ist das auch eine Sache, die einem Spaß macht.
Und ist auch eine Sache, die man in einem gewissen Alter, in einem gewissen jugendlichen Alter gerne betreibt. Aber man darf nie vergessen, dass er doch einen realen Hintergrund für einen hat und dass er am nächsten Tag vielleicht schon in eine Anwendung kommt, ne, weil man am Tag vorher noch trainiert hat. Fahrzeug ausgefallen! Fahrzeug ausgefallen! Trainieren wie im Ernstfall. Das Motto der Personenschützer des PKA. Die Evakuierung der Schutzperson steht über allem. Ein Arm! Gefahrenpotenzial und Täterprofil haben sich seit den RAF-Jahren stark gewandelt. Heute fällt es schwer, eine Hauptgefahr zu identifizieren, weil die Gefahren an sich vielfältiger geworden sind. Es reicht eben nicht, nach Schema F zu trainieren und dann zu denken, dass man das auf jede Situation anwenden kann, sondern wir müssen einfach selbstständig agierende, handlungsfähige Kolleginnen und Kollegen haben, die tatsächlich auch auf das Unvorhersehbare noch adäquat reagieren können. In der deutschen Botschaft in Prag erhoffen tausende geflohene DDR-Bürger seit Wochen ihre Ausreise. Am 30. September 1989 geschieht hier Historisches. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat für diesen Tag seinen Besuch angekündigt. In seinem Tross Personenschützer Harald Forster, links im Bild. Die Leute haben uns begrüßt, die haben uns umarmt, die haben uns geküsst. Wir sind dann die Treppen hochgegangen und auf den Treppenstufen überall saßen, standen, lagen Leute. Und da haben einem schon so ein bisschen die Tränen in den Augen gestanden, muss ich ganz einfach sagen. Vor Rührung, das hat einen schon mitgenommen. Es waren schon unwürdige Zustände, die da in der Botschaft geherrscht haben für die Flüchtlinge. Und dann eben auch einfach zu sehen, wie glücklich und erfreut diese Leute waren, dass Herr Genscher da am Abend dahin gekommen ist. Um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Das ist schon Gänsehaut-Feeling, was man da immer wieder kriegt, wenn man an diese Zeit auch zurückdenkt. Die Botschaftsflüchtlinge dürfen in den Westen ausreisen. Sechs Wochen später fällt die Mauer. Mitten im Jubel des Mauerfalls bombt sich die RAF ins Gedächtnis zurück. Am 30. November 1989 wird der deutsche Bankchef Alfred Herrhausen in Bad Homburg ermordet. Durch eine technisch höchst aufwendige Sprengfalle. Dieser Anschlag auf Herrhausen war ein Schock für Personenschützer. Mit einmal passiert dieser brutale, in einer Form, wie ich ihn also bis dato nicht gesehen habe, dieser Anschlag auf Herrhausen, da haben wir gesagt, haben wir jetzt was verkehrt gemacht? Haben wir was vergessen? Bald stellt sich heraus, die Attentäter hatten den Anschlag am Tatort wochenlang vorbereitet. Sie installierten dort eine Lichtschranke, die die Bombe auslöste. Bei Herrhausen passiert genau das, dass man in der Aufklärung vorher übersehen hat, dass dort ein sogenannter Vermessungstrupp gearbeitet hat und dort also die Strecke präpariert hatte. Das heißt, da gibt es viele andere Komponenten, die natürlich eine Rolle spielen beim Personenschutz, die man lange Zeit nicht beheben konnte. Mangelhafte Voraufklärung, unveränderte Wegstrecke, Routine. Versäumnisse der hessischen Schutzbeauftragten, die dem deutschen Bankchef zum Verhängnis werden. Die Art und Weise der Durchführung war schockierend. Mit Lichtschranken und mit elektronischen Bauteilen da zu arbeiten, war zwar zeitgemäß, aber für uns, wir sind da zu fantasielos offenbar gewesen. Der perfide Mord an Alfred Herrhausen. Nicht nur bei Wirtschaftsführern und anderen höchst gefährdeten Zielpersonen sorgt er für Unruhe. Nach Herrhausen habe ich mich auch um meinen Mann gefürchtet. Von unserer Wiesbadener Wohnung zum Amt, es war ein Weg durch den Wald, da bin ich wirklich spursuchend, Zentimeter für Zentimeter den Weg abgegangen, um
zu sehen, ob da auch irgendwo eine elektrische Sperre ist oder eine Funktionalität installiert worden ist, wo man eventuell in den nächsten Tagen meinen Mann hochjagt. 1990 wird Hans-Ludwig Zachert Präsident des BKA. Er wird damit höchster Chef der Personenschützer und zugleich ihr Schutzbefohlener. Gefährdungsstufe 1. Mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen. Es gibt zwei Innenminister, die mir sehr nachdrücklich gesagt haben, Ihnen darf nichts passieren, denn wenn Sie umgelegt werden, zeigt das der RAF, dass der Staat sich nicht selber schützen kann. Auch wenn es manchmal entspannter zugeht, der Schutzbefohlene ist kein Freund. Besonders, wenn er der oberste Boss ist. Das Vertrauensverhältnis zwischen Personenschützern und Schutzpersonen ist sicherlich wichtig, aber es ist ganz klar von unserer Seite, wir schützen nicht die Person, sondern wir schützen das Amt. Also wir gehen professionell miteinander um, aber das bedeutet dann halt nicht, dass da eine Riesenfreundschaft zwangsläufig raus entstehen muss. Wahlkampf zur DDR-Volkskammer im Frühjahr 1990. Bundesaußenminister Genscher tritt in seiner alten Heimat auf. Großkampftag. Auch für die Personenschützer. Das war schon ein Wow-Effekt, wo man denkt, so viele Leute hier bei einer Wahlveranstaltung von Herrn Genscher. Auf der anderen Seite natürlich aber auch für uns eine Frage, wie stellen wir uns hier auf, wie verhalten wir uns, wenn hier irgendwas passiert. Zehntausende DDR-Bürger wollen dem Minister aus dem Westen ganz nahe kommen. Genscher genießt das Bad in der Menge. Also dieses Bad in der Menge oder Wahlkampftermin ist generell für einen Personenschützer für mich schon eine der Situationen, wo man am angespanntesten ist, wo man am konzentriertesten sein muss und das über einen recht langen Zeitraum. Auch Bundeskanzler Kohl wird bei seinen Wahlkämpfen im Osten von der Menge eingekesselt. Die Leute wollten Helmut Kohl anfassen. Also Helmut Kohl war fast wie ein Popstar damals. Ganz viele Leute, die haben versucht, ihn zu reißen. Wir mussten Hände immer wieder lösen, ne? Und damit wir weitergehen konnten. Evakuierung im Notfall? Schwierig. Da war die Anspannung extrem hoch für uns. Also da waren sie jedes Mal, wenn sie praktisch von hinten bis vorne mit dem Bundeskanzler gegangen waren, waren sie pitschnass geschwitzt. Jeder in der Menge kann eine Gefahr darstellen. Dieser Einzeltäter, der irgendwo vollkommen unbeteiligt steht und dann plötzlich zur Gefahr wird, das ist etwas, wo man sich sehr viele Gedanken macht. Wo man auch, wenn man so eine Menschenmenge beobachtet, versucht, so ein bisschen zu gucken, wo könnte denn jetzt einer sein. Wenig später erfüllen sich alle Befürchtungen. 25. April 1990, Wahlkampfauftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine in Köln. Eine geistig verwirrte Frau hier im Bild überreicht dem saarländischen Ministerpräsidenten wenig später einen Blumenstrauß und sticht mit dem darin versteckten Messer zu. Oskar Lafontaine überlebt, schwer verletzt. Das hat bei mir ausgelöst, dass sämtliche Haare zu Berge standen. Blumensträuße und Messer und Sprengstoffe sind ja schon vor 100 Jahren überreicht worden und haben zum Erfolg geführt. Dass eine solche Täterin, ganz gleich in welchem Zustand sie sich befindet, an einen Hochpolitiker drankommt, um ihm das Ding zu überreichen, ist Versagen. Sage ich ganz deutlich. Ein halbes Jahr später wieder ein Attentat auf einen hochrangigen Politiker. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble. Wieder im Wahlkampf, wieder ein kranker Einzeltäter, diesmal mit Schusswaffe. Schäuble wird lebensgefährlich verletzt und bleibt querschnittsgelähmt. Auch seinen Personenschützer trifft eine Kugel. Er hatte sich in die Schussbahn geworfen. Zuweilen treffen Politiker auch weniger tödliche Geschosse. In Halle an der Saale im Mai 1991 warten auf Kanzler Kohl enttäuschte Ostbürger mit Eiern. Der Bundeskanzler geht direkt hinein in die Gefahrenzone. Die Personenschützer haben mehr Mühe mit ihm als mit den Eierwerfern.
Die Situation war ja einfach so, dass er vollkommen anders reagiert hat, als wir das im Grunde genommen von ihm auch gewohnt waren. Ne? Das sind so Sachen, die brennen in ihnen. Das ist so etwas, wo sie immer heute noch. Das war eine Situation, die war echt absolut blöd. Ne? Wenn die Schutzperson sich verselbstständigt, bleibt für die Personenschützer nur noch Schadensbegrenzung. Man wusste, dass da eine erregte Menge ist und die Eier waren ja auch teilweise vorher schon geflogen. Wusste man, das wird jetzt eng. Insofern waren ja auch die Schirme da, die ihn schützten. Aber das war eine Horrorszene, nicht? Am Ende ist zwar nur das Jackett ruiniert, doch für Kohls Eskorte ist der Zwischenfall ein Gau. Für die Personenschützer war das überhaupt nicht lustig. Der Auftrag ist schiefgegangen, das muss man einfach sagen. Wenn eine Schutzperson so ausbricht wie in dieser Situation, ob das ein Kanzler ist oder wer auch immer, das Vorspringen aus dem Schutzring raus in die Menschenmenge darf nicht passieren, bei keinem. Im Mai 1999 trifft es den neuen Außenminister Joschka Fischer. Sein Eintreten für einen deutschen Militäreinsatz im Kosovo-Krieg wird auf dem Parteitag der Grünen heftig angefeindet. Es war für uns eine ganz schreckliche Situation, weil plötzlich irgendjemand vor der Bühne rumgelaufen ist, was geschrien hat. Und dann haben wir nur noch mitgekriegt, wie sich Herr Fischer ins Ohr gefasst hat. Und dann haben wir die rote Farbe darunter laufen sehen. Für die Personenschützer eine Schrecksekunde. Durch den Farbbeutelwurf platzt Fischers Trommelfell. Wie geht man mit so einer Situation um? Was passiert da eigentlich in einem? Man guckt erstmal, was ist passiert. Man guckt nach seiner Schutzperson, sieht, sie lebt noch. Und dann, glaube ich, geht der Blutdruck erstmal wieder langsam runter. Der joggende Außenminister wird seit Amtsantritt auf Schritt und Tritt geschützt. Auch von einer Frau. Kerstin G. ist die erste Personenschützerin im Auswärtigen Amt. Man ist sicherlich ein kleiner Exot, nicht nur in Deutschland, sondern schon weltweit. Also ich glaube, das gibt es in anderen Berufen halt auch, wo überwiegend halt Männer sind und dann auf einmal steht da eine Frau. Die bringt natürlich schon erstmal alles durcheinander, weil alle müssen sich jetzt drauf einstellen. Staatsbesuche sind Highlights. Auch wie hier für Kerstin G. in nächster Nähe der Queen beim Deutschlandbesuch 2015. Doch Frauen als Personenschützer sind noch immer ein ungewohntes Bild. Das Klischee eines Personenschützers ist, der muss 2 Meter breit, 2 Meter hoch sein und relativ martialisch rüberkommen. Also ich würde einfach sagen, dass wir so eine Situation ja nicht unbedingt entschärfen, aber vielleicht optisch anders rüberbringen. Und da kann man das sicherlich ganz gut verkaufen, wenn da halt dann auch eine Frau dabei ist. Königinnen und Personenschützerinnen haben ein gemeinsames Problem. Familie und Beruf lassen sich nicht leicht vereinbaren. Gerade für eine dreifache Mutter. Klar ist es so, wenn man Kinder hat und diesen Beruf ausübt, da fragt man sich schon bei so Situationen, ist es das jetzt wert, dieses Risiko jetzt einzugehen? Man kann es nicht mehr egoistisch nur für sich sehen, sondern man hat da halt dann doch Kinder, für die man halt auch irgendwie da sein möchte. Es macht es manchmal nicht leicht. Schichtdienst, kaum Planbarkeit, Lebensgefahr. Nicht die besten Voraussetzungen für ein geregeltes Familienleben. Meine Familie hatte nachher, als ich aus dem Job raus war, mehr oder weniger ein normales Leben geführt hatte, da mussten wir uns erst mal aneinander gewöhnen. Das hat eine Zeit gedauert, den Übergang von dem einen Leben zum anderen Leben zu finden. Aber da sind wir jetzt auch wieder im Einklang. Ein Personenschützer kennt auch den Reiz der Gefahr. Seine Ehefrau meist nur die Angst vor ihr. Wir haben da nicht groß drüber diskutiert. Sie hat dann schon mal gesagt, also pass mal auf jetzt. Heute, wenn ihr da wieder irgendwo hingeht, dann duck dich rechtzeitig. Ja? Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, das muss jeder Personenschützer wissen. Das kann an jedem Ort, zu jeder Zeit, immer wieder irgendwo passieren. Und das tut es auch immer wieder. Personenschutz ist und bleibt ein Leben im Ausnahmezustand.